Hallo. Ja, immerhin so abgedroschen, oder? Ich verspreche, beim nächsten Mal komme ich nicht von unten hoch. Beim nächsten Mal lasse ich mich dann von der Decke baumeln oder so. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist immer noch Stefan und ich bin immer noch einer von den Happy Ones. Und ich habe mir, und davon möchte ich dir heute erzählen, in den letzten Tagen unfassbar viele YouTube-Videos angeguckt. Ziemlich geile. So ein paar, wo man sagt, naja. Und manche, wo ich ernsthaft, wo ich die Hände vors Gesicht geschlagen habe. Unter uns, bevor wir gleich mal gucken, was ich da so gesehen habe. Sag's keinem weiter. Wenn du ein Video anschaust, in dem steht, so reißt du in 15 Minuten jede Frau auf. Das stimmt einfach nicht. Aber sag's keinem weiter, ist unser Geheimnis. Der Rest dann gleich. Drei Sachen findest du im Internet immer wieder. Ja, im Internet und bei YouTube und bei all, also in diesem großen, weiten Internet. Punkt 1. Hat so ein bisschen mit Maslows Bedürfnispyramide zu tun. Partnerschaft, Liebe, Beziehung. Wie kriegst du jede Frau rum? Pickup-Artist in 3 Stunden. Pickup-Artist, Freunde, unter uns NLP-Techniken herzunehmen, um jede Frau rumzukriegen. Punkt 2. Hat sowas zu tun mit Gesundheit. Ja, so Sachen wie 1000 Jahre alt werden mit dieser Pille. Kostet 1 Million. Oder so Sachen wie Sixpack in 3 Stunden. Habe ich versucht übrigens. Hat nicht funktioniert. Und der dritte Schritt, Geld verdienen. Ja, Millionär werden. Online-Marketing, ziemlich abgefahrene Sachen. Und das Lustige ist, bei allen ist irgendetwas relativ gleich. Bei allen, wenn du auf den Link klickst, irgendwo hier unten in der Videobeschreibung, kommst du auf eine Landingpage, also auf eine Homepage, und dort musst du als allererstes erstmal deine E-Mail-Adresse eintragen. Und dann kriegst du ein Starterpaket. Sensationelles Starterpaket. Das Geile ist, ich habe mir unfassbar viele Starterpakete bestellt. Ich habe mir so eine Spam-E-Mail-Adresse eingerichtet und da bestelle ich mir gerade Starterpakete. Also ich könnte jede Frau haben, ich werde 1000 Jahre alt und Milliardär bin ich auch schon. Weiß das alles nur noch nicht ganz genau. Freunde, was man da alles findet, jetzt mal unter uns, was ist denn da los im Internet? Und man denkt immer, glaubt doch keiner, da fällt doch keiner drauf rein. Naja, und dann gibt es so einen alten Spruch, auch im Vertrieb übrigens, gibt es auch viele Sprüche, jeden Tag steht ein Doofer auf. Und ich glaube, ja, das stimmt. Es gibt aber auch die anderen Beispiele. Ich habe einen jungen Mann, so einen YouTube-Kanal gefunden, ein sensationell cooler Typ, also junger Bengel, ja, sitzt in seinem Büro, ja, hat irgendwie so 3 Ordner, aber cool gemacht. Und der ist ein bisschen anders. Der hat zwar auch so eine Landingpage, aber von der erzähle ich euch jetzt. Der hat nämlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für passives Einkommen im Internet. Da bin ich mal skeptisch, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube nicht jeden Mist sofort, habe reingeklickt. Coole Sache. Den Link findet ihr auch unten. Der gibt vor, und das erzählt er offen, dass er ein Hühnerexperte ist. Also Hühnerställe. Ja, kaum jemand von uns braucht in seinem Leben jemals auch nur einen einzigen Hühnerstall. Ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Macht aber nichts. Es gibt ja welche, die stehen auf Hühner. Also züchten und so und Eier selber. Und hat er sich so eine Homepage gebastelt, Hühnerställe. Und hat es geschafft, dass sie bei Google auf Platz 1 steht. Das ist jetzt vielleicht bei Hühnerstellen auch nicht so schwierig wie bei NLP oder anderen Schlagwörtern. Platz 1. Und wenn ich jetzt Google Hühnerstall, weil ich mir vielleicht denke, oh, das wäre doch mal ein geiles neues Hobby, dann komme ich bei dem durch Google Platz 1 auf eine Homepage. Und aus dem Foto von ihm, wie er in so einem Stall steht, ich glaube, der hat nicht mal einen, ja, der hat, glaube ich, auch noch nie im Leben einen Huhn angefasst, aber ist ja scheißegal. Und dann hat er so einen Blog geschrieben. Der hat sich mit Sicherheit 1-2 Tage hingesetzt und hat sich über Hühner schlau gemacht. Und hat geschrieben, was die so brauchen, Hühnerhaltung, was die so fressen und zell und jenes. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ich mir dann denke, oh Mensch, das ist ja ein cooler Bengel, der kennt sich auch noch aus. Und dann klicke ich zum Beispiel bei, das ist der tollste Hühnerstall von der ganzen Welt, auf dieses Foto von diesem tollsten Hühnerstall von der ganzen Welt, dann komme ich bei Amazon raus. Haha, bei Amazon, und da kann ich diesen Hühnerstall bestellen. Wen hätte es gewundert? Und wenn ich das tue,
dann kriegt der Bengel Geld dafür. Keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, whatever. Und hat er auch in diesem Video unten verlinkt, ja, wir kennen uns nicht, also ich kriege kein Geld dafür, ist mir auch scheißegal, hat er gezeigt, was er so im Monat allein mit dieser Hühnerstall-Homepage verdient. Irgendwas bei 120 Euro. Das ist jetzt nicht reich. Ja, das ist jetzt auch nicht Millionär. Da brauchst du viele Hühnerställe in Deutschland, um damit auch richtig, richtig Asche zu verdienen. Aber was er gesagt hat, ist nichts anderes als, du pass mal auf, du machst ja von diesen Homepages, machst du ja 10 Stück. Mit dem Hühnerstall und die andere meinetwegen Aquarium und Regenwurmzucht oder was auch immer. Ja, dann rechne mal hoch. 1000 mal 20 Euro, 1200 Euro. Da muss ein Einzelhandelskaufmann erstmal viele Paletten von A nach B schmeißen. Ja? Und das fand ich cool. Das war eine wirkliche Anleitung, Schritt für Schritt. Und das musst du tun und zählen und jenes und hin und her. Coole Sache. 1%. 99% im Internet, Schrott hoch 10. Zum Beispiel NLP-Trainer, ja, die da ein Video reinbringen. So können sie erkennen, wie ihr Gegenüber lügt. Hallo, Augenzugangshinweise. Werden wir auch noch drüber sprechen. Ich sag's aber heute schon. Nein, ich sehe nicht, ob mein Gegenüber lügt, ob der sich. Nee, ich sehe vielleicht, ja, ob der sich visuell etwas konstruiert oder ob er sich erinnert. Ja. Und dann gibt's die, die sagen, ich sehe dann. Und wir fallen noch. Warum fallen wir auf sowas immer rein? Warum stehen wir so auf diese Schlachtzeilen, auf dieses. Na, warum wir das tun, weiß ich, werden wir auch noch mal drüber sprechen. Ich möchte euch sagen, warum ich diese Videos drehe. Ja, ich werde keine Landingpage bauen, ich werde keine E-Mail-Adressen einsammeln und bei mir kannst du auch kein Starterpaket für 49,50 Euro kaufen. Der Grund, warum ich das hier mache, ist, ich möchte einfach so ein bisschen vor der Kamera stehen, ich möchte ein bisschen mit euch schnacken und ich möchte ein Stück weit, naja, vielleicht die Welt ein ganz klein wenig besser machen. Ja, weil wenn nur einer von euch einen dieser Tipps, die irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten hier präsentiert werden, befolgt und dadurch ein einziges Lächeln mehr hat, dann war es cool, weil dann hat das, was ich hier gerade tue, echt einen Sinn. Mehr Sinn, das ist zumindest meine Wahrnehmung, als Pickup-Artist in 3 Stunden, werd Millionär in einer halben Minute und, aber wie du es machst, sage ich dir nicht. Musst du halt machen. Ich kriege ja schon wieder Puls, bin ja schon wieder ganz echauffiert. Übrigens, unsere Facebook-Seite, ziemlich cool, ja, 120 oder was. Sehr geil, kann auch ein bisschen mehr werden, aber ich freue mich gerade schon unfassbar. Hier haben wir schon, hey, Freunde, 19 Abonnenten, 19 Stück in, weiß nicht, 3 Tagen. Na, gucke mal. Also scheint das, was ich hier gerade erzähle, gar nicht so ein Schrott zu sein. Ich wünsche euch einen geilen Samstag. Ne? Wie gesagt, am Montag früh, Montagmittag, kommt ein Video mit ein bisschen mehr Inhalt. Ja, nämlich, hey, 7 Punkte, 7 Schritte, 7 Merkmale, die du, wenn du sie beachtest, dafür nutzen kannst, dass du einfach schönere Tage hast. Nicht mehr, nicht weniger. Du wirst deswegen nicht Milliardär. Keine Angst. Oder? Da muss ich dich enttäuschen, je nachdem. Heute, Samstag, Sonnenschein, ab raus, genieß das Wetter, geh weg von diesem verdammten Fernseher, lass die Karre aus und setz dich aufs Fahrrad und nimm deine Freundin in den Arm. Ja? Wir sehen uns am Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.